Oh Gott. But I wonder so- oh Gott. Mach den Stream aus, Digga. Ach du Scheiße, warum ist der Hund auf dem Essen? Das macht mich so aggressiv. Warum ist der Hund auf dem Essen drauf und hat einen Wurm am Arsch? Sei nächstes Mal live dabei. Freunde, wir kennen einige Influencer. Darunter auch ich. Ich bin leider auch einer dieser Influencer, einer dieser Vollidioten. Aber es gibt auch viele schwarze Schafe. Und eine davon haben wir heute auf dem Radar. Und zwar hat diese Influencerin im Livestream einen Fußgänger überfahren. Kostet 70 Euro und ein Punkt. Und es scheint auch noch viel, viel andere kranke Sachen zu machen. Also ich bin auf jeden Fall höchst gespannt, auf was uns heute hier erwarten wird. Mal wieder von unserem absoluten Ehrenmann Ton verändert. Wir gehen rein. Das Internet ist wirklich ein schöner Ort. Ne? Man findet im Internet größte Lüge. Unterhaltungsvideos, man findet im Internet faktische Videos und man findet im Internet Streamerinnen, die live in dem Stream Fußgänger überfahren, weil sie viel zu sehr auf den Stream fokussiert sind, anstatt auf die Straße. Digga, der Typ ist so trocken, ich liebe ihn. Schöner Ort. Twitch auch so eine ganz komische Plattform, die hat sich auch so wirklich um 180 Grad gewendet. Da findet man einfach nur noch irgendwelche Streamerinnen, die Fortnite auf ihrem Arsch spielen. Wirklich? Kommt jemand mit This is- Was ist das denn? Oh mein Gott, ist das ihr scheiß Ernst? Sie hat sich nicht ehrlich eine verdammte Hose angezogen, die grün ist, um dann darauf das Fortnite-Bild zu machen. Ist das krank. Auch so auf ihrer Seite. Ah, okay. Oder was? Das ist doch nicht auf Twitch. Wie kann das auf Twitch erlaubt sein? Das ist doch komplett krank. Was soll das sein? Ist das irgendwie so eine Art Yoga oder? Ich bin einfach nur noch enttäuscht. Leute, wenn es bei mir nicht mehr läuft, ihr wisst genau, was ich mache. Ihr wisst genau, wo ihr mich findet. Die Streamerin, um die es geht, nennt sich VP. Vegan Patriot Meme Dog, okay. Schon mal ein Mega-Name, Digga. Sieht auf jeden Fall schon mal ultra sympathisch aus, die Dame. Die hat irgendwie so ein richtiges Fake-Lachen oder so. Aber die macht auf jeden Fall viele Livestreams, da läuft aber nicht so gut. So nur 8000 Aufrufe, 11000 Aufrufe, 9000 Aufrufe, ja. Und laut ihren Fans ist sie jedes Mal, wenn sie Auto fährt, entweder am Handy oder... Mega, Digga! Crystal Meth? Ja, nee, zum Glück ist sie auf Crystal Meth, Digga. Zum Glück ist sie nicht auf, keine Ahnung, anderen Substanzen, während sie Auto fährt. Ist das eine Lüge oder ist sie wirklich auf Crystal Meth, wenn die Auto fährt? Das ist ja geisteskrank. Sie hat Lebensmittel ausgeliefert und sie hatte ihren Hund dabei. Oh nein. Junge, was macht sie denn beim Autofahren? Sie ist halt auf irgendwelchen Drogen, schaut die ganze Zeit in den Chat, liefert Lebensmittel aus und ihr Hund ist wahrscheinlich noch am Steuer oder so. Damit, dass ihr Hund auf diese Lebensmittel gepisst und gekackt hat. Naja, und so außer No Front an den Hund, war der Hund wahrscheinlich krank, weil das, was da hinten rauskam, das war einfach nicht normaler Code. Das sieht einfach aus wie ein Wurm. Und wo sind wir hier gelandet, Digga? Okay, der Hund ist krank. Ja, vielleicht muss man den mitnehmen, weil ich bin nicht zu Hause den ganzen Tag oder sonst noch. Aber warum nimmt man diesen Hund auf die Rückbank, wo das ganze Essen liegt? Man weiß halt nie bei so Lieferando-Fahrern. Muss man leider echt sagen, ne? Man weiß nie, ob die so hygienisch sind oder so. Ich habe auch schon echt oft gedacht so, da spuckt mir auch mal jemand in mein Essen rein. Kostet 70 Euro und einen Punkt. Das Ding ist, es gibt viele, die sind so richtig abgefuckt, glaube ich, von ihrem Job. Also ich hatte einen gehabt, der war richtig sauer mal auf mich. Der hat irgendwie so 40 Minuten meine Wohnung gesucht und ich habe ihm die ganze Zeit gesagt, ey Bro, meine Wohnung ist da und da und da. Also immer so die Adresse geschrieben. Und er meinte die ganze Zeit, ich finde nicht, ich finde nicht. Er war so sauer am Ende, der hat mir das Essen auch so... Aber Digga, der Hund kackt auf das Essen. Die hat diesen Wurm, den der Hund rausgekackt hat, mit der Hand abgewischt und hat das Essen trotzdem ausgeliefert. Digga, gibt's davon irgendwie Videos? Ich will das sehen. Abgesehen davon, dass der Typ, der die Lebensmittel erhalten hat, nicht wusste, dass sein Essen einfach als Toilette gerade benutzt wurde, frage ich mich gerade, wie sie überhaupt noch in diesem Programm teilnehmen darf. Digga, what the fuck? Und wie kann man das auch live streamen? Irgendwie verurteilt für irgendwas, für ihren Drogenkonsum oder irgendwie sowas, aber kam dann nicht in den Knast, beziehungsweise kam dann wieder raus. Fangen wir erstmal damit an, dass sie einen Fußgänger überfahren hat. Ich dachte, sie hat jetzt nur den Fußgänger überfahren, aber sie hat ja noch tausend andere Dinge getan. Tretet jetzt dem besten, legendärsten, famosesten WhatsApp-Channel der Welt bei. Dort kriegt ihr dumme Audios von mir. Tonnenweise Geld. Und die neuesten Updates, also kommt mal rein. Wir sehen uns. Kommt das jetzt der Stream oder Clip? Fake. Oh Gott. But I wonder so- oh Gott. Mach den Stream aus, Digga. Oh my God, are you okay? No. I think- oh no. Sie sagt auch no, sie sagt auch no, sie ist nicht okay. Digga, wie wär's, wenn du mal auf die Straße achtest, Digga, what? I was looking, I didn't see you. What the fuck? Die ist auch ultra sauer, ne? Alter. Du hast gerade einen Menschen überfahren, anstatt auszusteigen, hinzugehen. Jo, Freunde, danke nochmal für den Tier 3 Sub. Danke dir nochmal, Kuss raus, danke für die Spende. Warte mal kurz, Krankenwagen rufe ich gleich. Würde nochmal ganz kurz hier meine Spenden vorlesen, wenn das für dich alles okay ist. So, dann nochmal vielen Dank für die 3 Euro. Digga, was ist das? Geht's dir gut? Nee, Bruder, mir geht's super, Digga. Ich will dir zum Glück nur überfahren. I can help. Okay. Just mach den Stream doch einfach aus. Vielleicht mal rausgehen, Digga, und so mal gucken, ob irgendwas gebrochen ist oder sowas. What Nein, the fuck? Besser. Okay.
krank. Völlig krank. Oh my God, you guys. I don't know what to do. Bro, sie kommentiert den Stream weiter! Was ist mit dir falsch? Also in so einer Situation, das Letzte, was ich machen würde, ist dann den Stream weiter laufen lassen. Man macht doch dann den Stream aus. Hä? Das war mich richtig aggressiv gerade. Richtig aggressiv. Du hast gerade einen Menschen überfahren. Aber hey, I don't know, Digga. Und keine Ahnung, warum ich in diesem Livestream die ganze Zeit ihre Achseln sehe. Da hätte man jetzt nicht so unbedingt drauf eingehen müssen, muss ich sagen. Alright, guys, here's your content. Es wurde abgekattet, aber am Ende sagt sie, alright, here's the content for today. Krasser Content, Bruder, jo, was? This is the content for today, sagt sie noch. Was geht ab, Freunde? Heute ist hier mal wieder euer Hey Moritz. Ich würde sagen, mal gucken, wie viele Fußgänger wir heute überfahren können, meine Freunde. Oh, da ist schon der erste, mega. Oh, da ist ja eine ganze Familie. Oh. Du Scheiße, das ist die Hundszene, Digga. Warum ist der Hund auf dem Essen? Das macht mich so aggressiv. Warum ist der Hund auf dem Essen drauf und hat einen Wurm am Arsch? Oh mein Gott, was ist das? Boah, wenn das mein Essen wäre, ich wäre so ultra sauer, wenn ich das im Nachhinein gesehen hätte. Zum Glück waren ja diese Lebensmittel da, weil sonst hätte der Hund ja auf den Sitz gekackt. Lieber auf die Lebensmittel von den fremden Leuten als auf meinen Sitz, Digga. Ach du Scheiße. Der läuft ja, der macht der halbe Marathon auf dem Essen. Mein Gott, was macht der denn da? Imagine, du bist der Typ, der Lebensmittel bestellt hat. Und auf einmal siehst du so im Internet, ja, wie einfach ein Hund auf dein Zeug gekackt hat. Ja, du warst ja der Hund und ich. Und hier bringt sie. Also ich lache darüber gerade, aber es ist eigentlich ja null witzig, ne? Zeug zu dem Kunden, ohne ihm überhaupt irgendwas zu sagen. Ja, okay, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas sagen würde. Obwohl doch, Digga. Wenn ich das im Nachhinein sehen würde und das Essen gegessen hätte, ich würde die so auf Schmerzensgeld. In Amerika kannst du die auch safe noch auf Millionen verklagen. Aber ich würde zu dem Kunden hingehen und sagen, ey, mir ist hier übles Malheur passiert, ne? Mein Hund hat da irgendwie draufgekackt, ich storniere es. Ich sag ehrlich, ich würde lieber eine Ausrede erfinden als außer. Ich würde jetzt nicht zu dem Typen gehen, ey, mein Hund hat auf dein Essen gekackt. Das würde ich, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, ich würde sagen, ey, mir ist da irgendwie, das Essen ist runtergefallen oder so. Aber also das ist schon echt schwer zu erklären, Digga. Er ist einfach ausgeliefert, what the fuck. Und die Leute im Live haben sie natürlich auch darauf angesprochen. Abby always wins at $2. Can we talk about how Abby dropped the noose on their groceries? She peed on chips. Is she okay? I think she needs to go out. Poop, 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 poop. Dog, dog. So Abigail went out like 3 times today and she hasn't pooped. She's peed. Die ist so delusional. Ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkommt, aber die ist doch high oder so. Ja, die wirkt voll auf Drogen. Alles wackelt die so, yo, ich weiß nicht, Abigail war schon 3-mal draußen und so. Bruder, ihre Augen gehen nicht mal richtig auf. Die sagt da gerade einfach, ja, dass der Hund ja nur auf die äußere Bag geschissen hat. Ja, mega, Digga, nur die äußere. Keine Ahnung, wie du es weggemacht hast. Ja, wahrscheinlich mit der Hand oder sowas. Dafür sind die Bags ja da, um zu protecten. Nein, die Bags sind dazu da, um das ganze Zeug zu tragen und zu halten. Nicht, dass da ein Hund drauf kacken kann. Weißt du, wenn du mal irgendwie der Uberfahrer mal irgendwie, weißt du, mal ein bisschen schnaufen muss, einmal kurz in die Bag rein, weißt du, das ist doch alles entspannt. Boah, ist so ein Wurm aus seinem Arsch gekommen, Alter. Ja, da war ja Tüte drumrum. Der Hund hat hier nur auf Tüte gekackt. Bruder, der Hund hat nicht normal gekackt, der Hund hat irgendwelche Würmer rausgekackt. Das sind Bakterien, das ist Krach. Aber ja, zum Glück war da Tüte drumrum. Mhm. Das dachte sich der Fuß in seinem ersten Clip stark. Aber zum Glück, Digga, wurde ich nur angefahren. Nicht überfahren. Digga, der Typ ist aber legendär. She's a villain out of a teen movie. Blonde, Chihuahua, pink car, pink nails, generally annoying. 4000 Likes. Eieiei. Erstmal gibt das ein fettes Like. Geisteskrankes Video gewesen mal wieder. Junge, was war denn da los, Digga? Content-Bombe, dieser Mann. Content-Bombe. Hey,